herzlich willkommen zum zweiten Tag hier bei der Konferenz Soul for Europe. Wir haben gestern die Moderatorin, Frau Brigitte Roschera, gesehen. Heute sind Sie in einer anderen Funktion hier. Können Sie kurz erläutern, welche? Also ich bin Mitveranstalterin mit unserer Initiative Städte für Europa. Aber wir haben den Kongress so geteilt, dass wir gestern den Fokus auf meinen Bereich, also sprich auf die Städte und die Bürger, gerichtet haben. Und heute ist der Bereich von der Soul for Europe und der international tätigen jungen Strategiegruppe mehr im Fokus. Und da geht es mehr um Kultur. Heute moderieren Sie nicht, sondern Sie eröffnen gleich den Tag. Um 9 Uhr geht es dann live los. Was wird heute passieren? Also heute wird es insbesondere spannende Gegenüberstellungen von Politikern einerseits und von Künstlern auf der anderen Seite geben, sogenannte Controversials. Also es wird ganz spannend sein, wenn wir Politik und Kunst auf gleicher Augenhöhe diskutieren erleben. Jetzt haben Sie ja oder waren Sie gestern sehr stark involviert. Können Sie ein kleines Fazit ziehen für die Leute, die vielleicht nicht den ganzen Tag oder die ganzen Stunden mit eingeschaltet haben hier bei Alex? Also ich denke, allen war gestern klar, dass wenn wir die großen Herausforderungen in Europa meistern wollen, dass wir dazu die Städte brauchen. Weil in den Städten erleben Bürger die Herausforderungen von Europa ganz hautnah. Also überlegen Sie, ob das die Terrorgefahr ist, ob das die Flüchtlingsbewegung ist, ob das jetzt, ich blicke nach Amerika, der Populismus ist. Und wenn es uns in den Städten gelingt, Bürger wieder für Politik und für die Stadt und die Stadt als europäische Akteurin zu gewinnen, dann wird es uns hoffentlich auch wieder möglich sein, mehr Menschen für Europa zu begeistern. Und das ist ja ein ganz wichtiges Gut, was wir hier in Europa haben. Und Sie setzen sich mit Ihrer Initiative, die heißt City oder Städte für Europa, ein. Wie sieht da Ihre Arbeit genau aus? Also wir sind ein Zusammenschluss von einzelnen Städten und engagierten Bürgern aus den Städten. Also mit dabei ist zum Beispiel eine unserer Gründungspartner, ist eben auch die Stadt Berlin, aber auch Breslau, Stettin und Cluj. Und wir verstehen die Städte nicht als Repräsentanten der Politik oder als Verwaltung, sondern wir sagen, die Stadt ist im Grunde der Zusammenschluss von uns allen. Also wer ist Berlin? Berlin ist nicht nur der regierende Bürgermeister, Berlin ist eben auch jeder einzelne Bürger und er gestaltet seine Stadt mit. Und unsere Vorstellung ist, dass es in Europa nicht anders ist. Wir alle sind Europäer und als Europäer können wir Europa mitgestalten. Und uns geht es, wie mit dem Marktplatz Europa, dass wir auch eine Plattform dafür bieten, um Bürgern zu zeigen, wie kann man als einzelner Mensch einen Beitrag für Europa leisten. Und wie kann man das bei Ihrer Initiative tun? Oder wie versteht sich das als Zusammenschluss von mehreren Städten oder Verantwortliche? Wie funktioniert das genau? Also wir treffen uns machen Veranstaltungen wie zum Beispiel jetzt die gestrige. Wir machen aber auch gemeinsame Aktionen. Wir haben mit der Bundeszentrale für politische Bildung eine Online-Plattform eingerichtet. Dort können sich Projekte eintragen. Und damit sehen Sie, wenn Sie allein schon schauen, wie viele Projekte sich dort registrieren, die sich vernetzen, die wie gestern Erfahrungen austauschen und die dann auch mal eine Erfahrung kopieren zum Beispiel. Sie erinnern sich, hier in Berlin gab es dieses Projekt U18, wie kann man junge Menschen für eine Europawahl begeistern. Und das wurde zum Beispiel von der Stadt Cluj und von der Stadt Stettin aufgegriffen und sie haben das in ihrer Stadt auch gemacht. Und damit entstehen ganz andere Netzwerke, die Europa von unten stabilisieren und bauen können. Haben Sie gerade gesagt, die U18 war jetzt gerade auch zum Abgeordnetenhaus. Die Wahlen gab es auch wieder, die U18-Wahl. Da gibt es viele, wir haben mit vielen jungen Leuten gesprochen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, auch junge Leute dafür zu begeistern. Es ist immer so, wenn ich Menschen aktiv mitbeteilige, dann ist es eine völlig andere Perspektive. Also wenn Sie gestern überlegen, dass wir diese 19 Projekte hier hatten und wir hatten diese Projekte hier auch im Plenum. Sie haben sich vorgestellt, Sie haben mitdiskutiert, Sie haben in den Workshops waren Sie präsent. Und es ist eine völlig andere Situation, ob Sie als Projektvertreter mitmachen bei einer Konferenz oder ob Sie als Zuhörer oder Zuschauer eine solche Debatte mitverfolgen. Gibt es denn jetzt noch weitere Pläne auf der Agenda? Was soll als nächstes kommen? Was wird die Zukunft bringen bei Ihnen? Ja, also wir werden sicher jetzt alle erstmal auch die Frage diskutieren, wie sich die Welt, wie sich Europa durch die Entscheidung in Amerika verändert. Wir werden unsere Strategie, dass wir Bürger von unten dafür gewinnen wollen, Europa mit zu diskutieren, mitzugestalten und auch ihre Stimme zu erheben. Also wir haben nächstes Jahr auch wichtige Wahlen in Europa und es wird darum gehen, den euroskeptischen Stimmen etwas Wirksames
entgegenzusetzen. Ich habe gestern ja zum Beispiel die Schriftstellerin oder die Essayistin, die Evelyn Roll, zitiert, die ein großes Manifest geschrieben hat, wo sie einfach zum Ausdruck gebracht hat, wer jetzt nichts macht, der braucht sich wirklich nicht wundern. Und das gilt für uns alle. Das gilt für die Städte, jede Einzelne, aber auch für jeden Bürger. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Sie kommen ja auch hauptberuflich, kann man sagen, aus der Politik. Sie waren Oberbürgermeister von Tübingen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt die letzte Nacht gar nicht geschlafen, habe bis 5 Uhr live die Wahlen in den USA verfolgt. Wie geht es Ihnen? Haben Sie das, also Sie haben es natürlich verfolgt. Und wie kommt das bei Ihnen an? Also Sie setzen sich so für Europa ein und dann kommt da ein Mann an die wichtigste Weltmacht quasi und der sehr kontraproduktiv, denke ich mal, für Europa ist. Ja, ich habe den natürlich mitverfolgt und wenn ich mir überlege, dass auch zum Beispiel eine Region, die ich sehr gut kenne, Tübingen, ist Partnerstadt von Ann Arbor, Michigan, und wenn ich mir überlege, dass auch in solcher Stadt mit sehr vielen aufgeklärten Menschen dann am Ende mehr als 50% Trump wählen, dann ist es schon ein ziemlicher Schock. Und es zeigt uns einfach, wenn es uns nicht gelingt, Menschen das Gefühl zu geben, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und wenn die Politik keine Brücke schlagen kann und es kann nur über aktive Bürger gemacht werden letzten Endes, dann werden wir auch in Deutschland und in Europa noch größere Krisen damit erleben, dass Populisten, die sehr vereinfachen und die im Grunde genommen nie die Gesamtverantwortung für ein Gemeinwesen im Blick haben, dass die an die Macht kommen. Und Trump ist ein Politiker, der extrem für einen egozentrierten, kann man sagen, einen Menschen steht, der vor allem sich erstmal sieht und dann erst die Nation oder das Gesamtinteresse. Und wir haben eigentlich immer gedacht, die Politik muss so sein, dass wir Repräsentanten haben, die verantwortlich sind und die in erster Linie erstmal ihr Land sehen. Dann vielleicht die Partei und dann vielleicht sie selber. Ja, umso trauriger, dass es bei so vielen Menschen dann doch ankommt, so eine Art von Politik. Ja, wie gehen Sie damit um? Motiviert Sie das oder demotiviert Sie das manchmal, so Krisen oder auch dieser Aufstieg von Populisten? Oder wo nehmen Sie da die Motivation her, weiter für Europa, für ein starkes Europa zu kämpfen? Es gibt ja schon das berühmte Zitat von einem, kann man sagen, Tübinger Schriftsteller, zwar nicht in Tübingen geboren, aber beerdigt, Hölderlin, der sagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Natürlich, es muss uns motivieren und wir müssen da daran glauben, dass wir es schaffen. Wir können nicht einfach zuschauen. Also wir sollten nicht auch jetzt in eine quasi apathische Rolle zurückfallen und sagen, es ist eh egal oder wir können eh nichts ändern. Gerade jetzt zeigt es sich doch. Das hat sich beim Brexit gezeigt, wo viele junge Leute eigentlich die Mehrheit gebildet hätten, wenn sie mit abgestimmt hätten. Und ich glaube, auch Amerika lehrt uns, dass wir als Demokraten, als große Europäer, dass wir uns eben nicht darauf zurückziehen dürfen, zu sagen, na ja, wir wissen ja, wie es geht und wir haben die richtigen Rezepte. Und wir ignorieren eigentlich, was an der Basis in jeder einzelnen Stadt, was dort passiert. Und ich denke, dass schon die realen Probleme ganz anders ins Blickfeld gerückt werden müssen. Und real ist zum Beispiel auch, dass wir es nicht akzeptieren können, dass in ganz Südeuropa oder auch in Teilen Deutschland wir eben junge Leute haben, die überhaupt keine Perspektive haben und einen Mittelstand, der sich nicht mehr vertreten fühlt. Also hier, glaube ich, müssen wir schon ansetzen. Und das Erste ist, dass wir einen Diskurs mit all den Menschen führen müssen. Und wir sie, und das haben wir gestern auch versucht aufzuzeigen, wir müssen sie anders einbeziehen. Also können Sie aus solchen Wahlen oder dem Brexit auch noch irgendwo was Positives gewinnen, dass man Lehren daraus zieht für Europa? Kann man das so verstehen? Also ich denke, der Brexit wurde ja von vielen Leuten als Warnschuss begriffen. Und ich denke, es ist ein unangenehmer Warnschuss, aber es ist trotzdem so. Also ich würde es eher so sagen, es ist etwas, was uns aufrütteln muss und uns besinnen muss, dass wir vor allem nicht in die populistischen Fallen gehen dürfen. Jetzt möchte ich noch eine abschließende Frage stellen, bevor Sie jetzt gleich auf die Bühne müssen. Wie kann man sich denn engagieren bei Ihrer Initiative, wenn es Leute gibt, die sagen, das, was Sie sagen, dafür stehe ich auch und ich möchte auch was dafür tun? Also die können sich einfach bei uns melden und die können sich in unsere Aktivitäten mit einklicken. Und wenn Sie überlegen, wir haben hier eine Europawoche im nächsten Jahr und wir haben dort viel Anlass, dass wir uns gemeinsam zusammenschließen können und die Europawoche in Berlin im nächsten Jahr zum Beispiel mal ganz anders gestalten können.
Dann wünsche ich mir ganz viel Erfolg für diese sehr, sehr wichtige Abend. Und Sie müssen jetzt auf die Bühne. Sie dürfen schon ganz entspannt. Vielen Dank, Frau Roschera. Jetzt geht es weiter mit dem Live-Programm auf der Bühne. Und Sie sehen mich später noch einmal. Und dann gibt es auch noch schöne Ausblicke vom letzten Jahr, von der Feier der 25 Jahre hier Mauerfeier. Also jetzt geht's los und viel Spaß dabei. Ja, liebe Gäste, liebe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, willkommen zur Konferenz A Soul for Europe, eine Seele für Europa. Der zweite Konferenztag beginnt und die meisten von Ihnen kennen sicher die Initiative A Soul for Europe. Falls nicht, möchte ich Sie gerne kurz begrüßen und vorstellen. Im Jahr 2004 haben wir mit A Soul for Europe begonnen, einen Dialog zwischen der Politik und der Kultur in Gang gesetzt und die Bürger ins Zentrum der Aktivitäten von Europa gesetzt. Es war damals eine Notwendigkeit, und heute scheint es sogar noch notwendiger zu sein, sich Gedanken zu machen über alle diese Fragen und alle die Probleme anzugehen, die wir heute vor uns sehen. Es geht nicht nur um die Städte und die Konferenz heute. Europa findet in Istanbul, in Belgrad, in Spanien, in Lyon, in Schweden und überall statt. Es geht dabei um Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, diesen Dialog zwischen der Politik, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zu befördern. Ich hoffe, dass Sie heute einen interessanten Tag haben, wo wir über all diese Themen sprechen mit unseren Gästen und Teilnehmern. Wir haben vier Teile heute in unserem Konferenzprogramm, zwei vormittags, zwei nachmittags. Zunächst diskutieren wir über Kunst und Kultur oder Europa, dann die Probleme, die wir gegenwärtig mit Migration und Flucht haben, die neue europäische Spaltung. Der dritte Teil befasst sich mit einem Thema, was wir immer in den Vordergrund stellen möchten, nämlich die Initiativen, die von unten nach oben sich entwickeln und einen Dialog in Gang setzen. Und dann ein vierter Teil, der eher wie ein Workshop gestaltet ist, wo wir viele verschiedene Themen in Dialogform jeweils 15 Minuten lang besprechen möchten. Vielen Dank, dass Sie heute teilnehmen. Und ich möchte jetzt an meinen Kollegen Andreas Bock übergeben, der Sie durch diese vier Programmpunkte und Debatten leiten wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wechsle jetzt mal ins Deutsche. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Es freut mich, dass Sie hier sind. Noch nicht ganz so zahlreich, das wird sich sicher gleich ändern. Ich bin selber noch ein bisschen schockiert von der Wahlnacht. Und ich denke, dass es zeigt, was wir hier machen, ist wichtig, gerade um dagegen vorzugehen, dass immer mehr Abschottung passiert, dass Grenzen aufgebaut werden. Und wir kümmern uns vor allem um Europa natürlich, aber das, was wir aus den USA hören und erleben, denke ich, wird uns nochmal einen Ansporn zu geben, nochmal weiter an unsere Arbeit zu basteln und diesen Weg weiterzugehen. Ich möchte erstmal nochmal Sie begrüßen und gleichzeitig nochmal darauf hinweisen, dass so eine Konferenz, die wir hier veranstalten, natürlich auch nicht ohne eine Menge Partner und Förderer funktionieren kann. Partner, die auch sehr stark eingebunden waren in diese Konferenz. Und ich möchte jetzt in einer schnellen Vorstellungsrunde die Partner einzeln auch auf die Bühne bitten und fange an mit Herrn Frank Pieplat. Er ist der Leiter des Berliner Informationsbüros des Europäischen Parlaments. Und ja, herzlich willkommen. Und ich möchte Sie fragen, warum sind Sie Partner dieser Konferenz? Ja, das Europäische Parlament ist ja schon seit langer Zeit sehr gerne Partner mit großem Engagement und Enthusiasmus, weil Soul for Europe Dinge vertritt und an Dingen arbeitet, die dem Europäischen Parlament ganz besonders wichtig sind. Das Zusammenbringen von Bürgerinnen und Bürgern, Zivilgesellschaft, Künstlerinnen und Künstlern zusammenzubringen mit politischen Entscheidungsträgern
und über die Zukunft Europas und die Bedeutung der Kultur zu sprechen und für diese sich auch einzusetzen, für die Wahrung des europäischen Kulturguts zu arbeiten und das als ein Bindeglied zwischen den europäischen Menschen zu sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, für den das Europäische Parlament auch steht. Und darum ist es gerne ein enger Partner dieser Veranstaltung und dieser Initiative. Vielen Dank. Sie können auch gerne noch eine Minute hier stehen bleiben. Dann rufe ich auch gerne noch die anderen dazu auf. Wir haben auch eine internationale Stiftung an Bord in diesem Jahr, und zwar die Evans-Stiftung. Und ich möchte dafür Monique Kantosch-Berber, die Vorstandsvorsitzende, auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. And my question to you is, why did the Evans Foundation decide to join? Meine Frage an Sie: Warum haben Sie als Evans Foundation entschieden, dass Sie Sponsor zu dieser Konferenz, für diese Konferenz sein möchten? Vielen Dank. Die Evans Foundation ist zum ersten Mal bei der Organisation dieser Konferenz dabei. Zum ersten Mal sind wir Partner für A Soul for Europe und der Kulturstiftung Allianz. Warum machen wir das? Weil wir uns den Zielen verpflichtet fühlen. Die Evans Foundation wurde in den 1970er Jahren in Antwerpen, Paris und Warschau gegründet von Menschen, die sehr schwierige Zeiten durchlebt haben. Sie haben diese schweren Zeiten in Europa miterlebt. Es waren Menschen, die überzeugt waren, dass wir in der Zukunft Verantwortung übernehmen müssen und für die Zukunft verantwortlich sein müssen. Wir leben in einer Welt, in der Menschen Austausch möchten, freien Gedankenaustausch. Und dazu muss es Platz und Raum geben. Globale Sicherheitsthemen waren wichtig, dann soziale Themen. Alle diese Punkte brauchen ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Zweck. Und Europa ist der einzige politische Akteur, der diese Werte und Standards verkörpert. Und wir müssen diese Werte ansprechen und uns darüber austauschen. Das Motto der Evans Foundation ist, dass wir voller Harmonie in Europa zusammenleben möchten. Das hört sich vielleicht etwas naiv an, aber es ist auch sehr optimistisch gedacht. Und in unseren Reaktionen, in unseren Herzen wissen wir, dass wir Friedensbildung, Friedenserziehung brauchen, dass wir europäische Werte vertreten müssen. Und wir sind immer dem Optimismus verpflichtet in unseren Aktivitäten und Aktionen. Wir sind aber sehr pessimistisch, wenn es um die Analyse der Fakten geht. Optimismus für die Aktion und pessimistisch, wenn es um das Wissen der gegenwärtigen Situation geht. Wir wollen nicht die Augen verschließen vor dem Anstieg populistischer oder nationalistischer Strömungen. Und das Neuaufbauen von Wänden und Mauern überall, das sehen wir natürlich auch. Die amerikanischen Wahlen sind natürlich ein Schock. Und ich als Französin bin besorgt, wenn ich mir anschaue, was in den nächsten französischen Wahlen vielleicht zum Vorschein kommt. Ich weiß, dass wir auch dort schwierigen Zeiten entgegensehen. Trotzdem sind wir vollständig überzeugt, dass wir mehr als je zuvor Aktionen für diesen gemeinsamen Zweck und zu diesen gemeinsamen Zielen brauchen. Und deswegen sind wir gerne Partner. Sie dürfen gerne noch mit auf der Bühne bleiben. Dann haben wir alle unsere Sponsoren hier versammelt. Die Allianz Kulturstiftung an Bord bei der Organisation und der Durchführung der Konferenz, und ich möchte begrüßen Michael Toss, den Leiter, der Geschäftsführer der Allianz Kulturstiftung, der hier quasi ein Heimspiel hat im Allianz Forum. Herr Toss, was macht diese Konferenz so einzigartig? Ja, also es ist ein Gegenentwurf. Ein Gegenentwurf zu den kontroversen, mitunter leeren Talkshows, von denen wir alle überfüttert sind. Und es ist ein Raum des lauten Denkens. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der gegenwärtigen Situation, dass man sich nicht nur gegenseitig ermutigt und zusammensteht, ja, sondern dass man einen Raum findet, wo man Visionen entwickelt für ein zukünftiges Europa, unabhängig von der Quote, wie man heute Morgen sieht, und dass man nicht getrieben ist von den Ereignissen, die uns ja alle
jagen, wie man heute Nacht auch wieder gesehen hat. Also ein Raum des lauten Denkens, um Zukunftsentwürfe zu entwickeln und ja auch kritisch vielleicht zu evaluieren, wie ist es so weit gekommen. Wir haben ja jetzt gleich eine Konferenz oder ein Panel, das zu dem Thema The New European Divide, wo wir analysieren wollen, ja, warum geht jetzt ein Riss durch Europa? Nicht nur zwischen Ost und West und Nord und Süd, sondern auch zwischen Stadt und Land. Gestern war das Thema Stadt, aber das Thema Land vermisst man ein bisschen. Warum fühlt sich die Landbevölkerung in Ost und West, in Nord und Süd nicht mitgenommen vom europäischen Projekt? Vielen Dank, das sind auf jeden Fall interessante Fragen, die wir auch noch klären müssen. Wir sind schon wieder ein bisschen unter Zeitdruck. Ich möchte jetzt zu einem weiteren Partner kommen, und zwar dem Goethe-Institut. Ja, ein weltweit tätiges Kulturinstitut, das wir hier an Bord haben. Und Sabine Hensch ist da, beauftragte des Vorstands im Hauptstadtbüro des Goethe-Instituts. Frau Hensch, was ist die Rolle des Goethe-Instituts innerhalb dieses Europaprojekts? Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir eigentlich überwiegend ja im Ausland tätig sind. Als Mitgliederorganisation der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sind wir mit 159 Instituten in 98 Ländern auch an diesem Thema Europa. Was hält uns zusammen? Europäische Identitäten, europäische Narrative, Werte. Sind wir mit diesen Themen in diesen Ländern unterwegs, und zwar nicht nur innerhalb Europas, in den Zentren, an der Peripherie, aber auch jenseits der europäischen Grenzen. Aber warum sind wir nun hier? Die Idee ist ganz einfach. Dieses Thema ist für uns so wichtig. Und für uns ist dabei immer auch wichtig, unsere vielfältige Arbeit im Ausland mehr auch in Deutschland sichtbar werden zu lassen. Das ist häufig genug ein Problem. Und deshalb ist unser Motor bei der Unterstützung dieser Konferenz auch so weit wie möglich unser Netzwerk aus dem Ausland, unser Netzwerk auch mit den Partnern, mit den Intellektuellen und Künstlern aus den verschiedenen Ländern, mit denen wir arbeiten, in diese Dialoge einzuspeisen. Und als weiteres Beispiel, weil es auch zu einem der Themen, die uns heute beschäftigen werden, sehr gut passt und dieses Netzwerk in anderer Form sichtbar werden lässt, liegt vorne links an dem Tisch mit den Informationsmaterialien die neue Ausgabe von Das Goethe. Für Sie zur Mitnahme und zur Lektüre bereit. Das ist eine Beilage, die vor 2 Wochen in der Zeit erschien, wo wir 21 Positionen aus der Welt, wir haben sie befragt mit der einfachen Frage, wohin. Es geht natürlich auf Antworten und Positionen auch zum Thema Flucht und Migration, was uns hier alle sehr beschäftigt, innerhalb und außerhalb Europas. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, wir haben mit Traduki auch ein europäisches Literaturnetzwerk an Bord bei der Organisation der Veranstaltung. Ich möchte Hanna Stojic als Vertreterin und Leiterin dieses Literaturnetzwerks auf die Bühne bitten. Warum ist gerade ein Übersetzerprojekt, das sich vor allem mit Werken aus Südosteuropa beschäftigt, bedeutend für diese Konferenz? Also ich würde gerne deine Frage in 2 Strängen auch beantworten, weil ich auch finde, dass sie 2 ganz wichtige Aspekte unserer Arbeit und der Zusammenarbeit mit der Konferenz angeht. Zum einen ist Literatur und auch Übersetzung, das ist eine Art und Weise zu kommunizieren. Und wenn wir von Südosteuropa sprechen, so wissen wir noch immer, dass es um eine verwundete Region geht, um eine der gerissenen Nachbarschaften, die es wieder aufzubauen gilt. Und das kann man da, wo die Politik und die Politiker es nicht schaffen, dort kommt Kultur, Kunst und Literatur kommen eigentlich immer vielleicht, können Sachen besprechen, die vielleicht dann von einer gesellschaftlichen Relevanz werden. Wenn ich sage, Südosteuropa ist verwundet, so wissen wir dennoch, dass es auch eine sehr lebendige und auch eine sehr bunte und vielfältige Gegend Europas ist. Und sehr oft herrscht dieser Diskurs von Zentrum und Peripherie, und geografisch gehört Südosteuropa zur Peripherie, aber die Ereignisse von 2015 von 2015 mit den Flüchtlingen haben gezeigt, wie relativ diese Begriffe von Zentrum und von Peripherie sind. Denn an der Peripherie Europas geschah gerade etwas sehr, sehr Wichtiges für den ganzen Kontinent. Und ja,
Vielen Dank. Okay. Vielen Dank und herzlich willkommen. Und dann möchte ich noch auf die Bühne bitten, Brigitte Ruscherer. Sie ist die Leiterin des Projekts Cities for Europe. Und wir hatten ja gestern schon im ersten Teil der Konferenz sehr viel zur Frage geklärt, was eigentlich die Städte für Europa tun können und müssen. Was ist der besondere Fokus Ihrer Initiative? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten gestern ja ausreichend Zeit, dieses Thema zu erörtern. Unser Fokus richtet sich in der Tat auf die Städte und wir sind überzeugt, dass die Städte das Bindeglied sind, die Städte und die engagierten Bürger in den Städten. Und ich verweise jetzt zur Abkürzung nur darauf, wenn Sie sich bis zur Mittagspause den Marktplatz Europa und die einzelnen Projekte nochmals anschauen, dann sehen Sie, vielleicht ist dort der Weg, um unser Europa wieder mehr zusammenzuführen. Vielen Dank.